Moin, moin, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und Sonntag besuche ich meinen Opa. Und was bringe ich mit? Eine kleine Schoko-Kirschtorte. Das war ein Wunsch von einem meiner Follower und dann habe ich gedacht, das sollte machbar sein. Der Opa freut sich. Folgende Zutaten werden benötigt. Im Endeffekt sollte es im Bestfall so aussehen. Hat dann 7 Smart Points das Stück und ja, wir brauchen eine 18 cm Springform, die habe ich auch. Wir gucken mal, auch dies wird wieder ein Video, wo ihr mich nicht großartig sehen werdet, aber es geht ja auch hauptsächlich darum, wie diese Torte entsteht. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir beginnen. Backofen ist auf 180 Grad vorgeheizt. Jetzt wird der Apfel entkernt, geschält und zerrieben. Okay, das ging echt schnell. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Apfel ist geraspelt. Zucker, geriebenen Apfel, Wasser, Öl, verrühren. 100 Milliliter Wasser. So. Öl war wie viel? 2 Esslöffel Rapsöl. Das ist so typisch, aber naja. Ich sage immer so schön, das ist meins. Und mein Opa wird dieses Video wahrscheinlich nicht sehen. 1. 2. So, was soll ich denn da verrühren? Ja, er ist verrührt. Ach, Zucker. Den Zucker sollen wir da auch gleich mit reintun. Okay, das sind 75 Gramm Zucker. Mehl mit Kakao und Backpulver mischen und vorsichtig unterrühren. Ja, da muss ich... Da habe ich nicht drüber. Doch, Mehl ist natürlich hier. Ach, klar habe ich darüber nachgedacht. So halb. Ah, meine Küche ist zu klein. Das stelle ich da hin. Dann brauche ich noch einen Teelöffel und noch einen Esslöffel. Ich hätte ja auch meine Weight Watchers Löffelchen nehmen können, aber ja. Hätte, wäre, könnte. Die sind ja hinten bei den Flohsamen und so. So, Mehl. Ich brauche so einen Buchständer. Also ich wollte ja eh umziehen. Kriterium der neuen Wohnung, größere Küche. Oder einfach, ich muss organisierter werden oder wie auch immer. So, Mehl mit Kakao und Backpulver mischen. Backpulver, 1 Teelöffel. Backpulver. So. 1 Teelöffel Backpulver ins Mehl. Mehl, Kakao, Backpulver. Kakao. Das ist Backkakao, aber ich denke mal, Kakao ist Kakao, oder? Muss ich ja zeigen. Esslöffel Kakao. So, dann kann der Kakao schon weg. Dann habe ich hier wenigstens das Gefühl, mehr Platz zu haben. Und Mehl kann ja auch weg, weil es ist ja schon im Schüsselchen. So, das vermischen. Oh, das riecht schon so. Ihr kennt diesen pavlovischen Hund, ne? Oh, ich habe... Mir läuft gleich das, wie sagt man das, Wasser im Mund zusammen. Aber dieser Backkakao riecht so intensiv. So, das ist vorsichtig verrührt. Das muss jetzt unter. Braucht man noch mehr Hände für. Löffelchen zur Seite. Vorsichtig jetzt unter dieses Öl-Wasser-Apfel-Gemisch. Unterrühren. Das ist wahrscheinlich, ja, wir hatten doch im Treffen mal darüber gesprochen, dass Apfelmus Margarine ersetzt. Und wahrscheinlich ersetzt jetzt der Apfel auch so ein bisschen die Margarine oder so. Oh, das riecht so lecker. Gut, dass ihr das nicht riechen könnt. Oh Gott, riecht das gut. So, und ich habe einen Quirl hingestellt. Braucht man gar nicht. Unterrühren. Mischen, vorsichtig unterrühren. Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform 18 cm füllen. Ganz im Ernst, für eine Torte ist mir das bisher sehr sympathisch. Wir brauchen hier nicht mal dieses Handrührgerät. So, jetzt kommt der Teig in die Form. Dazu habe ich ja diesen
ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Kinderschreck von Tupper. Ich probiere das mal kurz. Mmh. Oh, geil. Ist das schokoladig? Oh. Ich freue mich jetzt schon. Oh, ist das schokoladig? Ob das was wird? Das ist super flüssig. Aber gut. So, der Kinderschreck hat ja auch für uns Weight Watcherianer den Vorteil, dass wir zwischendurch nicht so viel naschen. Nicht, dass wir nicht naschen könnten. Aber je mehr Kuchenteig wir jetzt vernaschen, desto kleiner wird die Torte. Also schön sauber auskratzen. So, das bisschen muss sein, ne? So ein bisschen naschen muss ja. Mmh. Kann man, glaube ich, nicht sehen, ne? Wenn die Kamera zu hoch hängt. Bisschen naschen muss sein. So, füllen Backofen auf mittlerer Schiene, 35 Minuten backen. Ja, stelle ich mir jetzt beim Fitbit einfach den Timer. Ist ja am einfachsten, ne? Also nicht den Timer, sondern die Stoppuhr. 35 Minuten. Hier geht es 35 Minuten später weiter. Bis dann. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und wieder vorbereitet. Das ist der Kirschsaft, 250 Milliliter, kommt in einen Topf. Der wird jetzt aufgekocht mit Kirschen abgießen, den Saft auffangen, 250 Milliliter, 3 Esslöffel Stärke, unterrühren, aufkochen, Kirschen unterheben. Den Kuchen haben wir schon abkühlen lassen. Der riecht so, oh, der riecht so toll. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Wie soll ich das nur aushalten bis nachher? Kann ich ja nicht essen, bevor ich zu meinem Opa fahre. Wann müssen denn hier die Kirschen rein? Weiß man auch nicht, ne? Soll ich die da jetzt schon mit reinmachen oder erst ein Sticker wird? Ich meine, die sind ja auch noch ein bisschen flüssig. Kommen wir. Also ich habe die gut abgegossen, aber... Ah, das sieht schon so hübsch aus, mädchenmäßig. Ja, gut. Wollt ihr zugucken, bis ich das umgerührt habe? Dann geht das Video wieder ewig. Also erstmal vielen, vielen Dank für eure Videoanfragen. Das ist echt toll. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und jetzt habe ich quasi so ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte. Unter anderem war da irgendwie Hausmannskost verschlanken. Ich entsinne mich jetzt nicht genau, welche Rezepte sie vorgegeben hatte. Das Problem ist, ich habe nie richtig Hausmannskost gegessen und auch nie, also ich esse das total gerne, aber nie richtig kochen gelernt von meiner Mutter. Ich bin ja mit 17 zu meinem Papa gezogen und da auch nach einem, ja, Vierteljahr, halben Jahr wieder ausgezogen. Ich habe sehr viel mit Maggi-Fix gekocht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie man eine normale Lasagne macht ohne Maggi-Fix. Ich werde das nochmal in meiner Erfolgsgeschichte, ich wollte ja darüber auch nochmal ein Video machen, weil angefragt worden ist, werde ich das nochmal erzählen. Also ich gucke mal, was mir einfällt zum Entschlanken von Standardgerichten oder Hausmannskost. Da ich aber eh sehr, sehr viel Gemüse esse und ja voll in diesem Weight Watchers Programm drin bin und das ja schon seit Jahren, muss ich mir erstmal überlegen, wie es wäre, wenn es nicht so wäre. Ansonsten, meine allerbeste Freundin, die an dieser Stelle noch gar nichts weiß von dem Kommentar, Ina, die kann richtig Hausmannskost kochen. Da gab es ja auch sauleckere Rühreier, als ich das Wochenende... Rühreier? Senfeier, als ich das Wochenende in Berlin war. Die kann das richtig gut. Und die kann auch verschlanken. Also die macht zum Beispiel diese coole Käse-Lauch-Cremesuppe, macht die mit viel Gemüsebrühe und so. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bevor ich mir um Kopf und Kragen rede, wir machen das mal. Wir machen das vielleicht sogar bei Ina das nächste Mal. Ja, nur zu dieser Videoanfrage. Also so schnell wird das nicht passieren, weil da müsste ich mir erstmal was überlegen, was ich essen möchte und verschlanken würde. So, das klappt ja super gut hier. Hier steht auch nichts von Zeit. Also einfach nur unterrühren, andicken. Und weil ich, wie gesagt, kein Tortenbäcker bin, ich... Ich kenne mich damit nicht so gut aus. So, aber es ist jetzt ja ordentlich angedickt. Auf dem Kuchen verteilen. Oh Gott, riecht das gut. Ich meine, eine richtige Torte. So, ich lasse das jetzt einen Moment kalt werden. Nasche noch den Rest aus dem Topf. Und dann melde ich mich nochmal mit dem Joghurt und dieser Sofortgelatine in der Hoffnung, dass es klappt. Ich habe gerade mal nachgeguckt in der WW-App,
weil ja im Rezept steht ein halbes Päckchen Agatine. So, wir haben ja keine Agatine, sondern sofort Gelatine. Und ich weiß aber nicht, was ein halbes Päckchen ist. Und laut WW-App gibt es Rufagatine, das sind 30 Gramm. Halbes Päckchen, 15 Gramm. Teelöffel, 5 Gramm. Also 3 Teelöffel von meinem Pulver in der Hoffnung, dass es klappt. In den Alpro Soja. 1, 2, 3. Gucken wir mal. Und ein ganzes Päckchen Vanillezucker. So, das kommt, der ist natürlich, man hätte wahrscheinlich Skier nehmen können, fällt mir gerade ein. Der ist natürlich super flüssig. Da hätte man mal Skier genommen. Aber wir wollten, also ursprünglich, das Rezept ist ja, um es nochmal kurz zu erwähnen, eigentlich für einen veganen, laktosefreien Schoko-Kirschkuchen bzw. Torte. Jetzt weiß ich nicht, ob man das vielleicht lieber mit so einem Hand-Quirl-Mix-Rührgerät machen sollte. Aber wir haben ja noch Zeit. Ach, ich habe den Timer gar nicht ausgestellt. Ich habe auf die Uhr geguckt vorhin. Es ist 1:05. Gut, dass ich so zeitig angefangen habe. Und wir sollen um 15.30 Uhr zum Kaffee bei meinem Opa sein. Und das geht schnell. Das wird schnell hart. Dum, dum. Kann man das probieren? Kann man. Oh, der Alpro ist ja auch echt lecker, ne? So. Oh, eine richtige Torte. Ich habe eine Torte gemacht. Was bin ich stolz. Man müsste wahrscheinlich, ein richtiger Profi würde, hätte, ne? Nein! Ja, wenn man mal profimäßig. So. Ja, blöd, ist im Video. Kann man nicht ändern. Ich kann es ja nicht rausschneiden, weil ich kann die Creme nicht nochmal vom Kuchen holen und nochmal verteilen. Ja, ne? Ihr kennt das. Komm, das ist, wie nennt man das? Das ist, natürlich, das ist nicht geprobt und nicht geschnitten und nicht verschönt. Könnte euch auch passieren. So, in Kühlschrank. 60 Minuten und ja, ich denke, ihr seht das dann erst bei meinem Opa auf dem Kaffeetisch. Hier ist vielleicht nochmal das Rezept zum Nachlesen. Die Gelatine war, glaube ich, nicht genug Gelatine. Also das, man sieht ja, das mit der Stärke hat gut geklappt, die Kirschen sind gestockt und der Schokoboden hält auch, aber das oben war definitiv zu wenig, aber es wird bestimmt trotzdem schmecken. Aus Höflichkeit meinem Großvater gegenüber habe ich beim Essen kein Video gedreht, sondern nur noch ein Foto gemacht. Und ich muss sagen, wirklich lecker.